Jo. L3D. Venti. Hey. Hey. Ja, wir haben ja am, wo war das noch? Das war der Easter Egg. Wir haben am Easter Egg schon mal Waffeln gebacken. Das war damals, bevor wir diese Masken tragen mussten. Ja, genau, ja, die Masken. Ja. Ja. Tragt eure Maske. Tragt eure, immer Maske auf. Nur so seid ihr sicher. ja, wir haben Waffeln gebacken damals. Und das kann man auf media.ccc.de, kann man das gucken. Richtig. Genau. Habt ihr hoffentlich alle schon geguckt. Genau, und wenn nicht, dann also dann, nach dann der Show direkt die zweite Show von Easter Egg anschauen. Richtig. Nachher. Genau. Richtig. Dann wisst ihr ja auch, dass Waffeln normalerweise flach sind. Flach wie... Naja, wie Waffeln. Wie eine Waffel, genau. Ja. Nun gibt es aber Leute, also es gibt eine Ansicht, die verbreitet sich eigentlich pandemieartig wie ein Virus. Es gibt Leute, die sind der Meinung, dass Waffeln kugelrund sind. Wie... Wie ein runder Virus. Wie ein runder Virus, genau. Also diese Leute haben dann auch spezielle Waffeleisen, angepasste. Die sind nicht flach, sondern die haben so eine Ausbuchtung, wo sie dann den Teig reingießen und erstmal die eine Hälfte backen und dann, weil oben Schwerkraft... Ich dachte, die Waffel, die geht ja auf und wird ja dann größer, weil man sie backt, sodass erstmal... der Teig in das Waffeleisen kommt? Normalerweise gehen nur die Leute auf, wenn sie zu viele Waffeln essen. Oh, stimmt. Ja. Wurscht. Waffel. Ja, jedenfalls. Und dann kleben sie die beiden Waffelkugelhälften zusammen und essen das dann so. Und die Waffeleisen... Das sind spezielle Waffeleisen. Das sind spezielle, also ja, mal abgesehen von der Ausbuchung, die Waffeleisen stehen nicht auf normalen Füßen, sondern auf vier kleinen Elefanten. Und die Elefanten, die werden von einer Schildkröte getragen. Okay, und die fliegt jetzt auch noch durchs Universum? Ja. Okay, ja. Genau. Macht Sinn. Also, aber wie gesagt, das stimmt alles nicht. Lasst euch nicht verarschen. Lasst euch nicht verarschen. Waffeln sind flach. Genau. Flach wie Waffeln. Waffeln, genau. Genau. Nicht rund.